Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Folge mit Minecraft Hardcore bei Linux Games. Wir werden heute weiter kämpfen. Und überleben. Ich sehe ganz viele Endermen. Ich mag nicht ganz viele Endermen. Ich mag ganz viele Endermen nicht. Bin mir nicht mal sicher, ob ich einen mag. Was auf jeden Fall klar ist, wir brauchen Steine. Die teleportieren sich weg. Ist gut. Wir haben eine Angel mittlerweile. Das ist noch besser. Und da drin würde ich gerne noch ein bisschen was kokeln lassen. Erstmal wieder ein für uns. Der kommt da oben hin. Das necken wir. Genau, den packen wir dann da rein. Und dann gehen wir erstmal auf Steinjagd. Dann haben wir nochmal angefangen, Spitzhacke. Wir werden langsam, vorsichtig und dezent wieder Stein sammeln gehen. Ich sehe keine Monster, oder? Da auch nicht. Dann holen wir uns nochmal den einen oder anderen Block. Die Steine brauchen wir auch noch. Ich finde, dass wir nicht dauerhaft den Stein hier erhalten. So. Wir brauchen nicht viel, wir können das nur die Spitzhacke aufbrauchen. Und dann können wir auch nochmal bestimmt die Gegend sparen. Wir haben vor einer Folge, vor zwei Folgen, aus der letzten Folge sogar, haben wir ja noch diese Unterkunft gefunden. Ne, nicht die Unterkunft, wir haben, wie hieß das nochmal, das mit den Eis. Wir haben dieses andere Biom gesehen. Da würde ich gerne nochmal hin mit dem Eisbären. Ich war sowas. Ich glaube, erst einmal unterwegs, oder auch nur mit einem Freund schnell durch. Und hier im Hauptmodus habe ich alle Zeit der Welt zu überleben, um sowas anzusehen. Und deswegen will ich die Chance auch nicht mal nutzen. So, perfekt. Noch ein bisschen Kram eingesammelt nebenher. Wir haben immer noch keinen ausgewachsenen Kürbispflanze. Das sieht auch noch nicht vollständig aus. Aber hier haben wir schon mal einen Ort, wo wir ganz viel ablaufen. Dann rüsten wir uns mal für eine Expedition. Stein kann zur Seite. Stein werden wir nicht brauchen. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Sorry, wollen wir den sehen. Jetzt brauchen wir auch nicht. Wir nehmen nur das hier mit. Noch mal kurz an uns. Und das ist dann die Nahrungsmittelversorgung für unterwegs. Ach komm, wir sind nur einen Tag unterwegs. Wir brauchen keine Nahrungsmittelversorgung. Und der kommt da ein. Ups. Ist das unsere Nahrungsversorgung? Haben wir ein zweites Schwert? Ja. Da ist unser Boot. Wir sind hier rüber zur Pilzinsel gefahren. Pilzkuhinsel. Wunderschön. Jetzt fahren wir auf der anderen Seite rum. Wir sind. Oder wir fahren jetzt zum ersten Mal ins Eisbiom. Wir müssen auf einer Insel vorbei und dann. Ich bin mal gespannt, was wir alles finden können. Ich habe mir die Biome, wie gesagt, nicht genauer angesehen. Habe mir auch noch nicht die Beschreibung auf Minecraft Wiki wirklich flächendeckend durchgeguckt. Obwohl ich, wie ich schon einmal, glaube ich, gestanden habe, unglaublich gerne mit Minecraft Wiki rumschnüffel. Und mir Neuigkeiten durchgucke, mir mal an, was man eigentlich alles finden kann.
Hier finden wir. Was wird das denn? Da scheint eine Schlucht zu sein. Mit Blasen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und wenn ihr einen konkreten Verdacht habt, was das darstellen sollte, meldet das mal gerne. Das ist merkwürdig. Gut, die Eisbären werden wir jetzt mal nicht kämpfen, aber geil! Hier so ein bisschen Wasser und Sand. Eisblöcke. Ja, das ist mal mit dran. Wir sammeln natürlich ein bisschen Zuckerrohr ein. Man weiß nie, wann man wieder Zuckerrohr braucht. Jetzt haben wir einfach mal ein bisschen hier durch. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Vielleicht gibt es hier auch NPC-Dörfer drin. Oder irgendwas Leichtbares. Oder Festungen. So wie es aussieht, scheinen die Dinger auch zu schwimmen. Schwimmende Eisblöcke, das ist wirklich realitätsnah. Und relativ hoch sind sie auch. Ich kann mir vorstellen, dass sich hier der Regen auch als Schnee abbildet. Weiter, also relativ gering weiter oben. Rechts gucken und natürlich Fußboden nicht aus den Augen verlieren. Aber ich habe noch nichts Beeindruckendes gesehen. Wenn ihr irgendwas Beeindruckendes gesehen habt, also Dorf, Festung etc. Oder da ist man auf dem Haufen, mir sowas. Meldet euch gerne, ich will mir das ansehen. Wir können es auch zusammen ansehen und sammeln das ganze Überleben. Hoffentlich. Das wäre furchtbar schade, wenn ich irgendwas übersehen habe. Okay, hier sind Schollen, hier gehen wir auch nochmal durch. Da ist die Pilzinsel. Ja, da drauf schneit es tatsächlich. Also über jedem Eisblock. Bären greifen mich einfach an. Finde ich gut. So haben wir ein bisschen Chance, dass das aus sicherer Entfernung ohne Schaden zu sehen. Ich finde das sehr beeindruckend. Aber dann fahren wir erstmal wieder zurück. Jetzt, wo es regnet. Wo ist zurück? Ich glaube, zurück ist in die Richtung. Ja, zurück ist in die Richtung. Jetzt wird es dunkler. Das ist schon Abend. Hilft er eigentlich noch nicht. Aber noch dunkler heißt, dass wir auch irgendwann mit Zombies zu tun haben werden und anderen Monstern. Das könnte unpraktisch sein. Ah, da hinten kämpft ein Element um sein Überleben. Oh, wir haben jetzt direkt vor Wohnung. Was war das? Scheiße, Reizer. Flieht, ihr Narren, flieht. Zitat aus der Ringe. Gut, unsere Wohnung ist nicht erreichbar. Fuck. Das finde ich nicht nett. Da ist übrigens das Gewitter, von dem ich gesprochen habe.
Das ist es. Ist er gerade despawned? Wir werden es sehen. Wenn sie irgendwas trifft, dann ist er nicht despawned. Ist die Spawn. Wow, ein Skelett. Schon mal. Wo kommt man denn normalerweise her? Stirb, Zombie, stirb. Mein Treffer, mein Treffer. Ich will auch den Nautilus Schale haben. Oh, danke, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Da ist der Nautilus schon. Er kommt jetzt näher. Da hinten der Zug kommt auch näher. Relativ langsam näher, das ist okay. Und Hit. Perfekt. Und zum Haus nähern. So. Wir sind im Haus. Wir verbarrikadieren uns. Aus irgendwelchen beliebigen Gründen. Sind welche, mit denen wir uns jetzt hier im Bestand verbinden wollen. Der Konverrotte des Fleischarm haben wir dazu. Eine Nautilus-Schale kommt mit dazu. Getrocknetes Seetang. Also das mit dem Seetang als Nahrungsmittel, das ist ja dürftig. Wirklich dürftig, aber als Brennstoff ist es ganz gut. Da kommt ja alles rein, was wir anbauen wollen und können. Hier haben wir ein bisschen Nacht vor uns. Wir brauchen irgendwie eine Nachtsbeschäftigung. Das ist besser als das hier. Sieht auch schon recht stark aus. Und hier haben wir alles im Griff. Jedenfalls das meiste. Darf uns keiner kaputt gehen. Soweit alles in Ordnung. Es fällt sich ganz gut aus. Ich gucke immer so ein bisschen vorsichtig zum Glück hoch. Nicht, dass irgendwas kommt, was wir nicht wollten. Boah, dringend Rüstung. Aber es gibt ja schon. Oh nein,
Ich höre sie. Ich hörte sie, ich wollte nicht drauf hören. So, schnell was essen. Damit macht es das noch zu überleben auch nicht einfacher. Ah, das sind 13. Raus. Packen wir 13 noch mit dazu. Machen da noch mal einen Block mit dazu. Den noch mal runter. Die Nahrungsmittelversorgung. Unsere Ausschläge. Und wir brauchen mehr Nahrung. Und ich brauche eine Rüstung. Ich glaube, das ist sicher. Ich glaube, eine Rüstung und ein Schild sind die einzigen Dinge, die wirklich noch fehlen. Nahrung können wir uns woanders beschaffen. Angelschelle könnten wir vielleicht nochmal brauchen. Ich bringe das dann noch da mit dazu. Und wir können schon Werkzeug craften. Dann werden wir hier dafür sorgen, dass wir bald wieder Axt, Schaufel, noch eine zweite Schaufel. So. Den Dreck brauchen wir jetzt gerade nicht. Bruchstein können auch mal rein. Eichenholz können auch drin bleiben. Was das Zeiteisen? Das Zeiteisen sagt, es ist dunkel. Aber nicht mehr sehr lange. Aber die Frage ist, wie weit kommen wir, wenn es hell ist? Aufgrund des Regens, die spawnen die Viecher ja nicht. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Skelett. Ich würde auch ansonsten sagen, dass hier weiter den Kürbis wächst. Tja. Sehen wir den Mond? Nein, wir sehen den Mond nicht. Es regnet ja schließlich. Damit ist das beste Zeit in der Welt nicht mehr sichtbar. Wir müssen uns also auf das Bauchgefühl fassen. Ah, wenn es regnet, können wir das hier durch den Boden durchsehen. Durch gelegentliche blaue Tropfen. Seht ihr das? Stand. War nicht realistisch. Jetzt ist alles wasserdicht. Hat doch richtig blitzfest. Und perfekter Treffer. Müssen wahrscheinlich auch das Monster einmal töten. Gucken wir mal ein bisschen in die Watch rein. Wir haben Minecraft der Kern und Geschichte des Spiels geschafft. Nimm Baustein mit einer neuen Spitzhacke ab. Haben wir geschafft. Technischer Fortschritt. Steine, bessere Spitzhacke. Haben wir auch geschafft. Metallurgie. Schmilzeisen jetzt im Ofen zu einem Eisenbahn. Manche muss heiß füllen einem mit Lava. Mach dich fein. Schütze dich mit einem Rüstungsteil aus Eisen. So viel Eisen und Blut. Nochmal eine Spitzhacke besorgen. Was haben wir hier? Wir haben Landwirtschaft geschafft. Wir haben etwas angebaut. Bienen haben wir noch nicht, wir haben noch nicht angelt, können wir wirklich mal machen. Was haben wir für ein Achievement bisher geschafft? Oder ein Fortschritt in Abenteuer. Forschung und Kampf. Monsterjäger, Erleger im Monster. Ein Witz zum Wegwerfen. Wirf deinen Dreizack auf irgendwas. Hinweis, es ist keine gute Idee, deine einzige Waffe wegzuwerfen. Wirf einen Dorfbewohner mit einem Blitz. Wie zur Hölle macht man das? Zielung. Triff ein Wesen mit einem Pfeil. Scharfschützenduell. Erlege ein Skelett aus mindestens 50 Blöcken Entfernung. Triff die Mitte eines Zielblocks aus mindestens 30 Blöcken Entfernung. Volltreffer. Weißer Jäger. Erledige jedes Monster mindestens einmal. 4 von 34 haben wir schon. Es gibt 34 Monster. Nutze einen Toten der Unsterblichkeit, um den Tod von der Schippe zu springen.
Postmortem. Dafür muss ich sterben. Geht das hardcore? Das erste Gesetz der Robotik. Baue einen Eisengolem, um bei der Verteidigung eines Dorfes mitzuhelfen. Lege zwei Phantome mit einem Durchschuss. Das klingt irgendwie heftig. Gib einem Plünderer eine Kostprobe seiner eigenen Medizin. Wer ist jetzt der Plünderer? Feuere eine Armbrust ab. Eine klebrige Angelegenheit. Was für ein Geschäft? Schließe einen Handel mit einem Dorfbewohner ab. Gut. Was können wir davon machen? Zwei von 39, das ist nicht sehr viel. Wie sieht es hier aus mit Beleuchtung? Anscheinend, wenn ja, der nächste Tag kommt. Ah, schade. Der backt da fest. Das ist gut. Der ist näher dran. Den sollte ich nicht mehr fürchten. Sehr schön. Dann ist noch einer. Da ist wieder der gleiche. Sehe den gerade nicht. Sieht er mich? Glaube nicht. Da sehe ich mich aber mehrere. Phantomhaut. Jetzt muss ich noch ein bisschen rauskämpfen, bis der Regen kommt. Oder bis der Regen noch ist. Aber wir haben einen Fortschritt erzielt. Macht aber nichts. Wir gucken beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Bei Linus Gamer.